Ja, hallo Gregor, hallo Thomas, da sitzen wir wieder, ihr beiden. Heute noch ein Springen in Zirk, wieder beide am Stockerl. Thomas, zweiter Sieg, Gregor, heute zweiter Platz. Wie war es für euch, Thomas? Ja, hallo Florian, erst einmal. Nein, es war, glaube ich, ein sehr lässiger Wettkampf. Es war schwierig, es war, ja, wir haben einen fetten gehabt mit dem Wetter, dass es eigentlich nie wirklich den Wettkampf vom Regen her oder so beeinflusst hat, aber trotzdem auch ein bisschen wechselhaft war. Aber grundsätzlich mit der Leistung von mir selber bin ich super zufrieden und freue mich jetzt dann auf die nächste Etappe in Zakopane. Träger, du heute einen ganz schwierigen Wettkampf gehabt. Erster Durchgang, sehr schlechter Wind, trotzdem noch der zweite Platz waren. Kurz sogar der erste Platz aufgeleuchtet, aber leider nur, weil ein bisschen ein technischer Fehler passiert ist. Ja, das ist normal. Momentan braucht man den Taschenrechner, wenn man durchschaut. Also kann nicht so passieren. Ja, Zirk war eine neue Schanze. War eigentlich ein tolles Training. Bin immer besser in Schuss gekommen. Bin sehr zufrieden. Heute, das war, wie der Thomas schon gesagt hat, ein schwieriger Wettkampf, sehr wechselhaft. Trotzdem ein Podest, das will man mehr. Jetzt freuen wir uns schon auf Zakopane und dann wieder Gas geben. Ja, danke ihr beiden. Also morgen geht es weiter nach Zakopane und dort haben wir am Freitag einen Teambewerb, Volle wo es Welle. dann gemeinsam geht und am Samstag das letzte Springen von der Polentour. Geben wir wieder Gas bei der Saison. Sicher.